Es gibt Räume, die neutral sind, die keine Eigensprache haben. Da kann ich also Aufbauten entwickeln, die keine Rücksicht nehmen müssen auf die gegebene Architektur. In dem Fall ist die Frage, will ich in Dialog mit der Architektur eintreten? Weil die Arbeiten sind ja meist jedenfalls raumbezogen. Da habe ich gesagt, ich benutze einfach die Wände. Wie will ich hier einen Dialog mit der Architektur machen? Es ist primär in den Räumen, die, wie Sie sehen, ganz okay sind für Ausstellungen, einen Dialog stiften zwischen den Werkgruppen in den Räumen. Und ich denke, dass das gelungen ist. Die Arbeiten dort hinten, diese Werkzeichnung, wie ich sie nenne, aus den 60er Jahren, die sind Teil der Ausstellung, weil das zur Sammlung des MoDaM gehört. Das sind 58 Zeichnungen, die sich auf die 58 Werkstücke des ersten Werksatzes beziehen, also von 63 bis 69. Das sind die frühesten Arbeiten hier drin. Und die jüngste Arbeit ist da hinten der blaue Raum von 97. Die Configurations, die sind aber, glaube ich, 89, 90. Also die Arbeiten, die ab 2000 etwa entstanden sind, sind nicht hier, weil die im Moment in größerem Maßstab in Bordeaux gezeigt werden. Also das wollte man nicht. Dann ist diese Arbeit, die gehört, ist das letzte Stück aus dem Werksatz von 1969. Ist ausgeliehen vom Lamm in Lille. Mit den Stücken, mit den meisten ist natürlich, sind Handlungen verbunden. Nur das ist natürlich immer ein Problem, Publikum, wenn sie ausgeliehen sind, vor allen Dingen, wenn die Besitzer sagen, es besteht die Gefahr der Beschädigung, geht es nicht. Also man muss sich sozusagen die Handlung vorstellen, was auch für mich eine gültige Handlung ist. Und was Sie auch hier sehen, das haben Sie da oben, die drei Stücke, die sind sozusagen in Lagerform, mit denen kann man zu den Proportionen nur in der Vorstellung in Beziehung setzen. Zu den drei unteren geht es, indem man da drin steht. Sie haben hier an den Wänden entlang die zusammengefalteten Werkstücke, die alle Aufbauformen enthalten. Eine davon haben wir aufgebaut. Und das ist mir immer wichtig zu zeigen, was es auch in dem Gang, sehen Sie das auf den vier Sockeln, die Lagerform als Werkform, als gültige Werkform und Aufbau damit. Also das ist so ein Dialog. Deswegen zeige ich das auch gerne in dieser Verbindung. Es gibt Arbeiten ab etwa Mitte der 50er Jahre, sogenannte Umrisszeichnungen. Das sind auf Gegenstände bezogene Umrisse, die aber nicht narrativ abbildend sind. Die habe ich damals gemacht mit der Vorstellung, dass die Betrachter die sozusagen imaginativ füllen, also Handlung, handeln. Dann gibt es die Wortbilder 758. Da war die Vorstellung, dass in der Betrachtung oder die Betrachter sozusagen ihr eigenes Bild entwickeln anhand eines Begriffs und der Farbigkeiten der Schrifttype. Also dieses Moment des Handelns, dass es nicht ein in sich stehendes, geschlossenes Werk ist, sondern dass es offen ist und die Handlung hinzukommen müsse, das war von Anfang an da. Wenn ich sagen soll, woher das kommt, ich kann es nicht. Aber ein entscheidender Schritt war dann Anfang der 60er Jahre. Das ist dann in Düsseldorf passiert, wo dann eine körperliche Handlung dazu kommt, beziehungsweise die Werkstücke in Bezug zum Körper direkt gesetzt werden. Das ist eine Folge daraus, dass ich, Sie haben die Papierarbeiten erwähnt, die etwa, ich habe immer Reihen gemacht, die als Stapel auf dem Boden oder auf dem Tisch liegen. Als Stapel konnte ich sagen, das ist irgendwie eine Skulpturgeste oder eine plastische Geste. Wenn ich sie auf die Wand bringe, repräsentieren sie Bild. Also sie ändern sozusagen ihren Status. Das fand ich interessant. Da ist immer die Frage, wo ist das Werk? Das Werk
ist letztlich dann in der Vorstellung. Das war das eine. Und irgendwann habe ich das entdeckt, dieses Umlegen. Also, wenn Sie gestorben sind, von einem Zustand in den anderen bringen oder auf die Wand, dass ich das Handeln damit auch als Werkteil sehen könne. Also in dem Zusammenhang ist das Stück für Stück entstanden. Und mit dieser Vorstellung habe ich dann Stücke entwickelt, die man zum Beispiel in der Hand halten muss. Damit war in meiner Vorstellung die Hände zu Sockeln gemacht. Und der Schritt war dann nicht weit, das zu vergrößern, einen Körper anzusetzen, Formen. Sie machen damit den Körper zum Sockel. Also eine Umkehrung. Ja? Die Stücke, wenn Sie an der Wand sagen, das sind irgendwie Plastiken. Was sind sie aber am Körper? Sind sie immer noch Plastik oder wird der Körper dazu dadurch eine Plastik? Da in dieser Situation kam dann die Entdeckung der Technik der Nähung dazu. Also vorher habe ich, ich wollte einen anderen Werkbegriff entwickeln, anders hieß, dass die Handlung zum Werk erklärt wird. Dann muss ich natürlich über den Status der Werkstücke nachdenken. Sind sie dann nur ein Werkzeug? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Und wenn ich solche Werkstücke mache und die sind, da taucht als Moment Stoff auf, Stoff deswegen, weil das damals historisch ein unverbrauchtes Material war, also frei von historischen Erinnerungen. Aber die Stücke geklebt, war immer die Konnotation Collage dabei. So, da habe ich also mitgekämpft und dann habe ich zufällig in einer Schneiderwerkstatt ein sogenanntes Glanzkissen gesehen. Das wurde benutzt, um, also wenn man Anzüge, die Ärmel oder Schultern ausbügelte, wurden die da reingeschoben und gebügelt. Und diese Glanzkissen, die hatten eine ganz ähnliche Form wie die von mir geklebten. Die waren aber genäht. Heureka, Nähung. Warum entdecke ich das nicht an meiner Kleidung? Das war Kunstgewerbe. Durch die Formähnlichkeit dieser Stücke mit den geklebten Arbeiten bin ich auf das Nähen gekommen. Das hat dann Formen erlaubt, die mit Klebung nicht zu erreichen waren, und auch Dimensionen in den Raum hinein, die auch über Klebung nicht zu erreichen waren. Also es kam das Stück für Stück, ging das weiter. Dass das über Jahrzehnte eine wesentliche Technik bleiben würde und auch das Material Stoff so einen langen Atem hat, das konnte ich nicht wissen. Das, was natürlich über die Jahrzehnte auch erfordert hat, dass das sich in der Form wandelt und verwandelt. Also es sollte keine Wiederholungen geben, Abwandlungen, sondern wenn ich also die Formgeste ändere, müsste auch jeweils immer eine neue Form und auch eine neue Werkakkommentation da sein. Also das gehört irgendwie alles zusammen. Also was ich sicher nicht bin, weil ich das, da habe ich mal mit begonnen, habe das bleiben lassen. Ich bin kein Maler. Obwohl, das Piktorale finden Sie in den Arbeiten, also wenn man das will. Aber es ist eben nicht die konventionelle Form der, was man Tafelmalerei nennt. Das Bildhafte ist immer geblieben. Also wenn Sie da hinten die Werkzeichnungen sehen, ohne Bilder denken, ohne Form denken, in Bildern wird das gar nicht gehen. Auch in Farbe zu denken, das war immer da. Aber nicht das konventionelle Verfahren, Leinwand auf Keilrahmen, Malerei. Obwohl ich damit begonnen hatte, aber ich habe spätestens 1961 realisiert, dass das, was ich als Künstler wollte, mit der klassischen Malerei nicht zu realisieren war. Das war ein Konflikt, sage ich Ihnen. Ich wusste gar nicht, wie das. Ich wollte unbedingt Künstler sein und was sollte ich jetzt machen? Also in diese Konfliktsituation, da hinein gehört auch, was ich vorher beschrieben habe, wo dann das Moment des erstmal Material, der Materialprozesse auftaucht mit den Papierklebungen, das Volumengewinn mit den Lufteinschlüssen in den Papierklebungen, die Stapelung der Wiederholung und dann das Handeln damit. Also das war eine sehr komplexe Situation. Der Begriff Bildhauer ist einfach eine Notlösung. Die Praxis Bildhauerei, wenn man das wörtlich nimmt, die gibt es ja praktisch nicht mehr. Ich habe als Notlösung Anfang der 60er Jahre den Begriff Objekt verwendet.
um von der Begriffskultur wegzukommen, aber sehr schnell realisiert, dass dieser Begriff nicht weit trägt. Der wurde auch dann für alles Mögliche benutzt, Objektkunst. Und ich habe den Begriff Skulptur, also nicht Bildhauerei, einen Begriff Skulptur und Plastik neu entdeckt, als Prinzip. Und nochmal, wenn Sie mich also fragen, ich kann es nicht sagen. Ich brauche auch den Begriff übrigens nicht. Es ist, kann auch trotzdem diese Arbeiten in die Welt bringen. Der Grund, nach New York zu gehen, war ganz einfach. Ich habe in meiner Kunstkonzeption in Europa, also nicht nur in Deutschland, keine Chance gehabt. Also da war ich einfach realistisch. Ich kannte die Galerien, wenn die überhaupt in Frage kamen, das zu zeigen. Das waren wenige Avantgarde-Galerien. In Düsseldorf wäre das etwas schmäler gewesen. Konrad Fischer gab es noch gar nicht, der war ja auch in der Klasse bei Carlotta Goetz. Diese Galerien, also die avanciert waren, die haben sogenannte Zero-Kunst ausgestellt. Das war damals das Neueste, wenn man so sagen darf. Die Galerien in Paris kannte ich, dann gab es einen in Mailand. In Deutschland war es ein Düsseldorf-Schmäler, dann Galerie in Frankfurt, Galerie Dato hieß die. Zwei kleine Galerien in Berlin und München, die also, wie gesagt, Avantgarde-Kunst ausgestellt haben, aber die haben sich für meine Arbeiten, für diese Konzeption überhaupt nicht interessiert. Dann tauchte irgendwann René Bloch in Berlin auf. Der hat Interesse gehabt, aber das war so unentschieden und leicht erschütterbar. Musste nur einer der famosen Künstlerfreunde kommen und sagen, den Walter, diesen Scheiß, den kannst du nicht ausstellen, hat das bleiben gelassen. Ich quäl mich auch damit nicht mehr. Und dann bin ich nach New York mit der Hoffnung, dass es da möglich ist, das ins Spiel zu bringen. Das hat auch funktioniert. Also das hätte ich über Verbleib in Düsseldorf nicht geschafft, in der Zeit. Es hätte, wenn, sehr viel länger gedauert. In New York habe ich das Glück gehabt, war ich Ende 69, habe ich an einer Ausstellung mit 5 Künstlern im Museum of Modern Art einen ganzen Raum haben können für den Werksatz. Das hat enorm viel gebracht für die Rezeption. Und dann dazu kam dann eine Ausstellung, diese One Edits bekam Form von Harald Seemann. Da waren Teile darin. Ich glaube, es waren 10 Werkstücke aus dem Werksatz. Aber der Hauptpunkt, dass die Rezeption befördert, war die Ausstellung, die Spaces im MoMA. Und die anderen 4 Künstler waren damals auch kaum bekannt, nur in New York bekannte Künstler. Dan Flavin, Robert Morris, Larry Bell, Michael Asher. Die waren mehr oder minder unbekannt. Also in Europa kannte die niemand. In New York war das so eine Galerieszene. Aber immerhin, und das muss ich auch noch vorstellen, das war damals, also die Amerikaner waren völlig auf ihr Land konzentriert, europäische Kunst, das war weit weg. Und dann so einen komischen Typen da aus Deutschland, wo auch die Handlung noch Teil der Arbeit sein soll, um das zu beschreiben, wie die Rezeption war. Ein Satz von Donald Judd, der das kannte, sagte, I like your works, but without people. Von ihm her gesehen, also gut, es war komisch, aber durchaus die Wahrnehmung war da. Ja? Und das, also ohne Personen, das heißt die Handlung darin. Betrachtung, ja, aber die Handlung darin, das war so weit weg und so schwierig. Ich meine, das war ein offener Künstler, der hat ja auch konzeptuell gearbeitet, der war hoch informiert. Von ihm so ein Satz, ich habe im ersten Moment. Sarah zum Beispiel, der kannte die Arbeit und sagte, ja, it's a kind of ready-made. Wie das, sagt ja, Duchamp hat die Gegenstände aus dem Alltagszusammenhang geholt, auf den Sockel ins Museum gestellt. Du holst Handlungssituationen aus dem Alltag und isolierst sie und machst sie damit. Interessanter Gedanke. Das war überhaupt nicht meine Intention, aber so auf der Ebene liefen die Rezeptionen. Also Missverständnisse, produktiv waren die nicht unbedingt. Das ist erst sehr viel später entstanden.